herzlich willkommen zu Kickers TV mit einer Spezialausgabe, nämlich dem großen Sommerinterview aus dem Trainingslager im österreichischen Bad Hering mit dem Cheftrainer der Kickers. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Bernd Hollerbach. Erneut in Bad Hering, zum dritten Mal schon. Warum ist das genau der Ort, an dem Sie offenbar besonders gerne das Trainingslager der Kickers veranstalten? Ja, weil wir halt hier Top-Bedingungen haben und die letzten zweimal, die wir haben, war immer ein gutes Omen. Wir haben immer eine erfolgreiche Saison gehabt und das wünsche ich mir und hoffe ich mir natürlich dieses Jahr auch wieder. Vielleicht dann auch ein bisschen die Suche sozusagen nach dem Geist von Bad Hering. Zweimal Aufstiege gab es und nicht nur eine gute Saison, nachdem man hier bisher Trainingslager hatte. Ja, das ist natürlich klasse hier und wie gesagt, die Bedingungen sind top, die Plätze sind top, das Personal ist top, wir fühlen uns schon richtig heimisch hier und für mich ist es hier optimal. Optimal sind bisher die letzten beiden Spielzeiten verlaufen. Jetzt ist man tatsächlich in Liga 2 angekommen. Viele in Würzburg erwarten jetzt natürlich auch wieder Top-Leistungen von den Kickers, möglicherweise auch wieder ganz Großes. Inwieweit ist da auch ein Druck, der jetzt einfach aufgebaut wird? Ja, es ist jetzt kein Druck, sondern was die letzten zwei Jahre passiert ist, ist natürlich was Außergewöhnliches. Jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, weiß, dass das sensationell war, was der Verein hier geleistet hat. Und alle, die uns unterstützt haben, aber jeder weiß auch, dass die Liga brutal ist und dass es verdammt hart wird. Dieses Jahr in der zweiten Liga, um da zu bestehen und daran arbeiten wir jetzt, arbeiten wir sehr hart, dass wir dann auch gerüstet sind, um die Liga zu halten. Viele sprechen davon, dass dies Jahr oder diese Saison möglicherweise die stärkste zweite Liga aller Zeiten ist. Es sind sehr, sehr viele Top-Namen drin, sehr, sehr viele deutsche, ex-deutsche Meister natürlich auch drin, wirklich große Vereine auch. Teilen Sie diese Meinung, dass es vielleicht die schwierigste oder schwerste zweite Liga aller Zeiten ist? Ja, sagen wir so, es ist zumindest auch die attraktivste jetzt, wenn man die Vereine sieht. Ja, die ist sehr, sehr, sehr attraktiv. Es sind viele, viele ambitionierte Vereine, die alle nach oben wollen, die jetzt auch durchs Fernsehgeld nächstes Jahr, das erhöht wird, die nochmal all in gehen und versuchen jetzt ja, nochmal richtig aufzurüsten. Von daher wird es schon sehr schwierig und für uns halt jetzt als Neuling oder was halt die letzten zwei Jahre passiert ist, natürlich verdammt schwer, da jetzt unseren Mann zu stehen, aber ja, ich bin mir sicher, dass wir wieder was Ordentliches hinbekommen. Die Grundlage dafür wird ja auch hier in Bad Hering jetzt in diesen 10-11 Tagen dann gelegt, die man hier ist. Das insbesondere natürlich der konditionelle Bereich angesprochen, aber auch natürlich taktische Geschichten, die schon einstudiert werden. Muss man möglicherweise in Liga 2 auch ein bisschen die Spielweise ändern oder kann man sagen, nee, wir haben uns das so die letzten zwei Jahre aufgebaut in diesem Rhythmus und mit diesem System arbeiten wir weiter? Ja, grundsätzlich möchte ich schon lieber agieren wie reagieren. Ne? Man muss sehen, ne? Das ist natürlich jetzt eine andere Nummer, auch auswärts. Ja, ich bin, wie gesagt, jetzt viel am Ausprobieren, viele taktische Varianten. Ich muss gucken, was am besten zu uns passt mit den neuen Spielern, welches System wir letztendlich dann spielen werden. Aber da möchte ich wieder flexibel sein. Ich denke, das waren wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren, dass wir immer schwer auszurechnen waren. Und daran arbeiten wir im taktischen Bereich, dass wir halt drei, vier Systeme drauf haben. Frage, die natürlich viele haben, wird es noch die ein oder andere zusätzliche Neuverpflichtung geben? Bisher hat man ja schon 8 Spieler neu unter Vertrag genommen. Ist möglich. Ja, wir schauen die Augen, wir gucken natürlich immer und wir schauen, halten die Augen und Ohren offen, was noch geht auf dem Markt. Aber wie gesagt, das muss auch passen. Und ich mache wie die letzten zwei Jahre auch keine verrückten Sachen, sondern ja, wir sind ein kleiner Verein, ist ein sehr spezieller Verein, ein familiärer Verein. Und, da müssen die Spieler auch zu uns passen und mir ist die Struktur sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir als Team ja, klasse sind. Die letzten zwei Jahre ist unsere Stärke, dass der Zusammenhalt, das Team, der Teamgeist war. Und darauf gilt mein Augenmerk wieder, Spieler zu finden, die sich auch da einordnen können und die zu uns passen. Soweit aber wir das von außen verfolgen konnten, haben sich die 8-9 recht gut eingelebt schon, ganz gut eingepasst auch. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie bisher auf dem Trainingsplatz und im Testspielen gesehen haben? Ja, sehr. Also deswegen bin ich jetzt auch froh, dass wir alle zusammen sind, dass wir alle auch aufeinander sitzen. Denn ich glaube halt, dass das auch eine Stärke ist von der Mannschaft. Jetzt auch, wenn wir jetzt sehen im Winter, wenn der Eli kam oder Taffi kam, so, die waren schnell integriert, ne, lag an Eli und Taffi, aber auch an dem guten Team. Die sind hier sehr gut aufgenommen worden und so habe ich jetzt mitkriege, fühlen sich die Neuen auch wohl, die Alten ja, machen es ihnen aber auch einfach.
Wie weit wird auch der Kopf eine Rolle spielen in Liga 2? Also Sie sind natürlich ein ganz erfahrener Mann, Sie lächeln müde, sage ich mal, als Spieler zumindest früher über Liga 2. Sie haben Bundesliga gespielt, Sie haben Europapokal gespielt und das über Jahre. Inwieweit aber wird das vielleicht für den einen oder anderen Spieler, der eben jetzt in die für ihn höchste Klasse kommt mit der zweiten Bundesliga, auch eine Geschichte sein, wo der Kopf eine große Rolle spielt? Und was kann man da machen? Ja, das ist halt, das ist richtig und das ist halt, wie es letztes Jahr in der dritten Liga auch war. Wir hatten am Anfang ein bisschen Lehrgeld bezahlt, haben uns aber dann schnell damit arrangiert und haben uns schnell angepasst. Und ich glaube auch, dass wir das dieses Jahr wieder schnell hinkriegen werden. Ja, wir haben viele junge Spieler, wir haben natürlich viele Spieler, die in der zweiten Liga gespielt haben, das stimmt. Aber wir haben auch gezeigt, oder die Spieler, die jetzt da waren, auch in der Regionalliga noch, dass die sich halt schnell anpassen können und mit einer gewissen Fitness, mit einem gewissen Plan auch schnell in der Liga ankommen. Und das glaube ich, dass dies Jahr auch wieder der Fall sein wird, dass wir schnell wieder dazulernen. Apropos anpassen müssen, da muss ja auch oder musste und muss noch im Umfeld sehr, sehr viel bei den Kickers passieren. Stichwort zum Beispiel Stadionausbau, Infrastruktur, solche Themen. Sie verfolgen das natürlich auch. Auf welchem guten Weg sehen Sie die Kickers denn da oder ist da noch viel im Argen? Ja, das ist ja auch so, dass ich mich immer auf Daniel Sauer oder Thorsten Fischer verlassen konnte. Das habe ich jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern, weil ich bin für sportliche Zustände. Und ich weiß, dass alle zu Hause, die im Hintergrund arbeiten, dass die einen super Job machen, dass die da auch noch für die Kickers da sind. Und wir haben immer gezeigt, oder es war eine große Stärke von uns, dass wir dann wieder auf den Punkt wieder alles hinbekommen. Und da vertraue ich einfach meinen Kollegen, weil ich weiß, dass die alles geben. Sie haben das gute Verhältnis zu Thorsten Fischer schon oft betont. Es gab ja auch immer diese berühmte Geschichte, wir verlängern die Verträge per Handschlag. Jetzt haben sie vor kurzem ja dann schriftlich auch verlängert für 3 Jahre. Und ich denke auch, diese 3 Jahre sind natürlich auch nochmal ein klares Bekenntnis zum Verein und zum Projekt. Ja, natürlich. Also ich verstehe mich mit Thorsten sehr gut. Wir haben dieselbe Einstellung. Thorsten ist ja sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Es war von Anfang an ein Draht da, wo ich hierher gekommen bin, wo ich erst nur Pate war. Und für mich ist immer Vertrauen wichtig und ich fühle mich sehr wohl hier. Damals haben auch alle gesagt, ja, in die Regionalliga kannst du nicht gehen. Ja, das scheidet, jetzt sind wir in der zweiten Liga, jetzt haben wir gesagt, jetzt musst du doch weggehen. Aber ich bin sehr glücklich hier, ich komme aus der Region und ich bin dem Verein, habe ich ja schon oft gesagt, sehr dankbar und versuche jetzt wieder was zurückzugeben. Und Thorsten ist ein Partner, den sich halt jeder Trainer nur wünschen kann. Gab es denn Anfragen, weil Sie sagen, du musst eigentlich weggehen, haben viele gesagt. Gab es da konkrete Anfragen oder war das mehr so im Umfeld, sagen wir mal, à la Olic und Kurani kolportiert worden? Ja, es wird ja immer viel spekuliert und ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Mein erster Ansprechpartner, das wusste Thorsten, war immer er. Also wir haben ein offenes Verhältnis, er wusste alles, was läuft. Ne? Und wir haben uns eigentlich dann zusammengesetzt und schnell gemerkt, dass wir hier weitermachen müssen und weitermachen sollen, weil... Ne? Der Weg der Kickers ist noch nicht zu Ende. Das hoffen wir mal, da drückt man natürlich die Daumen. Thorsten Fischer, ist das so einer, mit dem Sie im Zweifel auch mal scharfkopfen? Ein Scharfkopf ist, glaube ich, nicht seine Stärke. Also müssen wir noch daran arbeiten. Aber ja, Scharfkopf wird hier eigentlich zu wenig gespielt. Ist aber was, das Sie sehr, sehr pflegen mit altbekannten Runden. Da fehlt jetzt vielleicht einer, der in China mittlerweile dann ist. Ist da schon ein Ersatzmann gefunden für Felix Magath? Der fehlt und da sind wir jetzt dran, einen Ersatzmann zu finden. Okay, also wer Lust hat. Ja. Offizielle Bewerbung an ja. FWK.de wahrscheinlich. Ja, die Runde ist offen. Schauen wir mal. Ja, das Kartenspielen ist eine große Entspannung, glaube ich, auch für Sie. Spaß und Entspannung. Wie entspannt Bernd Hollerbach denn, wenn er überhaupt mal Zeit hat dazu, sonst, wenn nicht gerade Karten am Tisch liegen? Ja, mit meinen Kindern, also mit Kinderfamilie, aber so die größte Entspannung ist für mich wirklich eine schöne Schafkopfrunde und dann ist alles andere mal ja, Spielertransfers und Spielplanung, alles hinten angestellt, das mache ich einfach unheimlich gern und macht mir viel Freude und tut mir gut. Wer gewinnt, braucht man wahrscheinlich gar nicht fragen. Es gibt ein paar Radiokollegen, die würden das jetzt tun, dann würden die als Antwort bekommen, ich, oder? Ich gewinne nicht immer, aber ich versuche zumindest immer. Es ist am schönsten und es macht am meisten Spaß, wenn man auch noch gewinnt. Wie beim Fußball. Wie beim Fußball, genau. Sie haben die Familie erwähnt. Sie sind natürlich ein Familienmensch, auch einer, der, was ich immer recht gut finde, aber das ist ja nur meine persönliche Meinung, die Familie aus der Öffentlichkeit ziemlich raushält. Das ist Ihnen, glaube ich, auch ziemlich wichtig. Ja, ja, das habe ich immer getrennt, ganz klar. Mein Privatleben ist privat und das versuche ich auch zu schützen. Und ja, das andere ist sportlich, ist mein Beruf. Und das gehört halt auch Öffentlichkeitsarbeit dazu, jetzt wie mit euch, sondern ja, das weiß ich, dass das auch wichtig ist und das habe ich immer getrennt. Kinder können Stress und Erholung sein, wer welche hat, der weiß, da geht beides im Zweifel. Apropos Erholung,
Ihre Erholungsphase zwischen den beiden Ligen jetzt, also nach dem letztlich ja dann noch Toto-Pokalspiel, was eine Zugabe war, wo man auch letztlich dann souverän in 45 Minuten fast gewonnen hat, also sprich der Relegation in Duisburg und schon wieder der Planung. Ich glaube, Sie haben eine ganze Woche sich mal verkrümelt aus Würzburg, aber so richtig erholt, ich weiß nicht, hat man da richtig Urlaub oder läuft im Urlaub dann doch wieder einfach eine Planung? Man hat Telefonate, man scoutet, man spricht mit dem und jenem? Ja, natürlich geht es weiter dann durch die Relegation wieder jetzt durch den Aufstieg, war ja ein Jahr zuvor auch schon so, dass man eigentlich weniger Urlaub hat, weil natürlich jetzt die Anforderungen wieder ganz andere sind. Aber das ist mein Job und ich mache das gern. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen Auszeit genommen, tagsüber zumindest mal das Handy ausgelassen. Aber abends muss ich natürlich immer mal gucken, ja, was ist los, ne, was gibt es Neues und wo können wir uns noch verbessern. Aber trotzdem habe ich mich gut erholt und freue mich jetzt riesig auf die neue Saison. Ja, das ist fast schon das schöne Schlusswort. Wir drücken natürlich die Daumen, fragen ganz kurz, mit welchem Platz in Liga 2 wären Sie am Ende zufrieden oder sagen Sie, Platz interessiert mich nicht, solange wir in der Liga erstmal drinbleiben und guten Fußball spielen und die Fans erfreuen, dann ist das erreicht, was ich erstmal will? Genau, also wir wollen wieder guten Fußball spielen, wir wollen wieder frech sein, wir wollen wieder den Leuten zu Hause bei uns im Stadion ja, was bieten, alles geben und dann hoffe ich, dass wir am Ende über den Strich stehen und in der tollen Liga bleiben können. Dann vielen Dank, Bernd Hollerbach, Cheftrainer der Würzburger Kickers, fürs Sommerinterview und zwar das Große und das Warme. Sie haben Schatten, ich habe geschwitzt, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Danke und weiter viel Spaß im Trainingslager und mit dem Team und dann in der Liga.